Wir haben einen guten Kandidaten und freuen uns, dass es ein Freiburger ist, ein grüner Freiburger. Und ja, jetzt warten wir mal, was das Resultat ist. Welche Chancen hätte der Gerhard André, um heute tatsächlich im Bundesrat gewählt zu werden? Schwierig einzuschätzen. Also, die Medien haben es ja so ein bisschen gesagt. Die Chancen sind wahrscheinlich gering, aber es ist auch ein bisschen Kaffeesatz zu lesen, wenn man jetzt da würde prognostizieren, was jetzt rauskommt. Dankeschön. Warum wäre der Gerhard André geeigneter Bundesrat aus eurer Sicht? Er hat ein gutes Profil als Unternehmer, als IT-Spezialist und natürlich, weil er sich einsetzt für Klimaschutz und Schutz von der Biodiversität, ist unsere Lebensgrundlage. All diese Themen sind heute unterrepräsentiert im Bundesrat. Und er würde da die Themen auch reinbringen im Bundesrat, gerade auch die Digitalisierung, die für die Eidgenossenschaft sehr wichtig ist momentan, auch in der Verwaltung, aber sonst, denke ich, auch eine grosse Herausforderung für uns alle ist. Und so eine Stimme braucht es auch im Bundesrat. Was würde das bedeuten für die Schweiz, wenn heute ein Grüner im Bundesrat gewählt wird? Das wäre historisch, ganz klar. Es wäre der erste grüne Bundesrat. Und es wäre aber auch ein starkes Zeichen, dass 25% der Wählerschaft, die momentan nicht repräsentiert ist im Bundesrat, auch gehört wird mit dieser grünen Stimme.